Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, zu einem Let's Play, was ich vor einiger Zeit eigentlich für beendet erklärt hatte. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play OMSI 2. Bei mir ist im privaten Bereich in letzter Zeit was passiert, was mich jetzt dazu veranlasst hat, mich wieder ein bisschen mit Bussen zu beschäftigen. Und mal gucken, wann ich das genau verrate, was da passiert ist. Und ich wollte mich jetzt erstmal wieder mit OMSI 2 beschäftigen. Der gute Stanley hat mir im Discord gesagt, ich habe ihn gefragt, hey Stan, sag mal, welche Karte ist gut, die vor kurzem rausgekommen ist. Und dann sagte er Bad Hügelsdorf auf Steam, Payware. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ja, sieht echt nett aus. Und dann habe ich Helicon angeschrieben. Und die haben mir einen Key freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Deswegen steht hier dann jetzt auch irgendwo Dauerwerbesendung. Blende ich hier mal kurz ein. Jetzt ist es wieder weg. Kurz am Anfang des Videos werdet ihr auch von YouTube so eine Annotation bekommen haben. Genau, ein Wortlaut weiß ich jetzt gar nicht. Und ich dachte mir, komm, wir spielen einfach mal wieder OMSI 2. Andere Bussimulatoren werden vermutlich auch wieder folgen. Da ist er jetzt... gestern einer neu angekündigt worden. Und wir sind hier auf der Karte Bad Hügelsdorf 2020 mit einem Lion City A20 der VBBH. Ich glaube, das sind die Verkehrsbetriebe Bad Hügelsdorf. Das Repaint müsste, soweit ich weiß, auch von Stan sein. Der ist auf jeden Fall auch für die Repaints verantwortlich gewesen. Der Bus ist von Nick Zimmermann. Wer die Karte jetzt gebaut hat, den Namen weiß ich gerade leider nicht. Steinigt mich bitte nicht. Und wir haben einen Line City mit einer Fronttür und ich glaube Außenschwenktüren hinten. Und wir gehen jetzt erstmal in den Führerstand, Cockpit, ans Steuer. Und fahren den Bus mal hoch. Düdüm, düdüm, düdüdüm. So, und dann loggen wir uns mal am Kassensystem ein. Unsere Personalnummer ist die 21052. Und der PIN ist 15067. So, Linie und Route wird uns jetzt gesagt, sollen wir uns auswählen. Interessant, ich habe jetzt zwei Mauszeiger im Bild. Was ist... Das werde ich für die nächste Folge nochmal ein bisschen anpassen. Ich bin nämlich gerade ein bisschen am Rumprobieren, wie ich euch am besten alles zeigen kann. Ich werde aber vermutlich wieder auf Display-Aufnahme umsteigen. Ihr seht schon hier unten, da ist das Schwarz dahinter weg. Das sind nur noch die Kacheln. Das fand ich eigentlich ganz schick, aber funktioniert leider nicht so ganz. So, und jetzt nehmen wir mal einen Solo-Kurs. Solo 303, 306... Stan sagte mir eigentlich, ich soll die 318 mal fahren. Das machen wir aber mal noch nicht. Wir könnten jetzt auch erstmal kommen. Wir nehmen. Wo genau sind wir ja eigentlich? Welche Haltestelle ist hier in der Nähe? Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Wir können ja trotzdem erstmal probieren, zur 301 zu kommen. Moment mal, hier sind wir hier aus dem Betriebshof ausfahren. Jetzt hier in die Richtung geht es nirgendwo hin. Weil denn es ging hier. Oh doch, da geht es in den Tunnel rein. Da ist da eine Linie eingetragen. Nee. Sind eh Bauarbeiten, da kann man derzeit nicht durchfahren. Okay. Wir sind doch bestimmt da. Da sind die. Zum Hauptbahnhof, Bismarckplatz. Ja komm, dann fangen wir am Hauptbahnhof an. Dann nehmen wir mal einen Kurs der 301 und beginnen am Hauptbahnhof. Um 12:05 Uhr. Dann stellen wir die Uhrzeit mal kurz ein bisschen zurück.
11.12 Uhr und dann beginnen wir um Gelenkbus 11.15 Uhr, 11.45 Uhr. Ne, 12.05 Uhr ab Hauptbahnhof, genau. Endhaltestelle Hildegardplatz und dann ist nämlich die Fahrt, die wir danach machen. Hildegardplatz zurück zum Hauptbahnhof und dann stellen wir den Bus wieder ab. So machen wir das, glaube ich, erstmal. So, jetzt ist der Fahrplan ausgewählt. Jetzt kann ich das hier auch ausblenden. Oh ja, ich habe zwei. Das ist nicht ganz so gut. Dann machen wir einfach mal ganz kurz, schalten wir die Displayaufnahme ein. Und damit ist jetzt einfach wieder der... Jetzt sieht man halt wieder alles. Aber okay, das muss dann halt... Muss ich mir mal gucken, ob ich das für ein richtiges... Für die nächste Folge besser hinbekomme. So, wir starten den Motor. Und legen den Vorwärtsgang ein. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen in Luft pumpen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Wir können ja erst nochmal auch kurz die Linie eingeben. Alfred Brunner Weg. Was steht jetzt draußen dran? Ich glaube, das ist noch nicht richtig. Fahrtliste 301 01. Alfred Brunner Weg. Wo ist denn der? Ne. Nein. Alfred Brunner Weg. So. Zwei. Ist das jetzt richtig? Bad Hügelsdorf Hauptbahnhof. Okay. Das passt auch noch nicht ganz. Dann könnte es die 03 sein. Nein. Hier. Kunsthalle auch nicht. Wir fahren ja zum Hildegardplatz. Da muss ich jetzt erstmal kurz gucken. 05. Steht jetzt dran. Hildegardplatz. Jetzt sieht's gut aus. Der Bus ist jetzt weiß. Wir laden die Texturen kurz nach. Interessant, er will uns nicht losfahren lassen. Irgendwie habe ich das Problem häufiger mit den OMSI-Fahrzeugen in letzter Zeit. Ah, jetzt lässt er mich. Wagen 501 für die Leitstelle. Wagen 501 hier, was gibt's? Oh! Du, Heinz, der Erik vermisst dein Handy. Kann es sein, dass er einen Wechsel im Bus liegen gelassen hat? Ich habe hier gerade eins gefunden. Bring ich dann später vorbei. Ah, fantastisch. Da wird er sich freuen. Den ihr gerade gehört habt, das war der Stan. Der ist also auch als Stimme vorhanden. Finde ich schön. So. Ich weiß gar nicht, muss ich auf dem Betriebshof blinken? So, ich habe auch natürlich auch wieder mein altes Lenkrad angeschlossen. Mein Logitech Driving Force GT. Das ist nämlich auch so ein Feature von der Map. Es gibt so Funksprüche immer mal wieder. Da hat jetzt einer sein Handy verloren. Der gute Stan hat es gerade gefunden. Das fand ich jetzt sehr, sehr schön. So. Ausrücker Linienwege. Vielleicht sollte ich auch noch links gucken. Da kommt nichts. Dann fahren wir mal. So. Ah, ich hab
Ich muss tatsächlich zugeben, ich besitze nicht einmal den Autoführerschein derzeit. Den einzigen Führerschein, den ich besitze, ist der Triebfahrzeugführerschein. Da ich ja im echten Leben Lokführer bin und nicht Busfahrer. So, wir wollen zum Hauptbahnhof. Das heißt, wir müssen links. Das heißt, wir blinken schon mal links und halten hier mal an. Okay, da war ich über die weiße Linie hinüber. Das ist so. So. Geht nix. Links steht auch nix. Okay. Das, wir haben gleich Platz, um auszuholen. So. So. Und 30. Bremsen wir mal ein bisschen ab. Lenkrad zuckelt ein bisschen rum. Lange Straße Baden. Ja, die Karte spielt in Baden-Württemberg. Da habe ich ja tatsächlich meine Ausbildung zum Lokführer gemacht. Spielt hier aber eher im Badener Land. Also bei den Bordensern. Muss ich mal gucken. In welche Richtung geht es zum Hauptbahnhof? Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Will zum Hauptbahnhof. Dann folgen wir einfach mal der Linie 307, wenn ich jetzt noch grün gehabt hätte. Oh, das war jetzt gerade. Ich glaube, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg zum Hauptbahnhof. So, auf jeden Fall ist hier eine Busspur. Königsring. So. Dann fahren wir mal rechts. Ich glaube, das könnte passen. Ich meine, die 307 fährt auch über den Hauptbahnhof. Probieren wir es einfach aus. Ansonsten haben wir halt oft in der ersten Folge einfach nur rumexperimentieren. Wäre ja auch nett. Erik Lost in Bad Hügelsdorf. So, dann fahren wir hier durch die Innenstadt. Vielleicht kommen wir ja auch einfach an irgendeiner Endhaltestelle raus. Dann fahren wir halt so nur die Linie dann, wisst ihr? So, wir fahren ein bisschen weit links. Wegen den ganzen stehenden Autos. Die Straße. Zur Not fahren wir die 307, wisst ihr?
Da habe ich ein bisschen zu spät eingelenkt. Das war der erste Unfall, mein lieber Erik. Da sollte vielleicht erst nochmal die... Wagen 29-3, hier Wagen 212. Bitte warte an der Sinsheimer Straße, wenn du kannst. Ich habe Umsteiger Richtung Sechselsberg. Kein Problem, Wagen 212, ich warte. Schön. Hier wird Kundenfreundlichkeit noch groß geschrieben. Ja, warte bitte. Wuppertal so, was warten? Ich hab Fahrplan, muss ich halt den Fahrplan. So. Hallöchen. Hatten wir den Citaro Gelenk-KI-Bus, der uns da entgegengekommen ist. So. Wenn ich das richtig sehe, muss ich jetzt hier lang, ne? Und dann muss ich hier aber, glaube ich, drehen, oder? Ah, ja, okay. Nee, da hätte ich schon durch... Wie komme ich dann noch durch? Ja, aber wie wende ich dann? Es wird... Okay, Erik hat sich definitiv schon mal verfahren. Bin hier am Bismarckplatz. Das könnte klappen. Das klappt schon nicht mehr. Dann müssen wir versuchen, hier auf dem Platz zu wenden. So fahren wir hier erstmal. Jetzt fahren wir mal so weit wie es geht hier lang. So. Okay. So. Rückwärts. Und jetzt noch einmal drehen und dann fahren wir jetzt gleich die 307. So, ganz langsam. Schön, schön, schön. Gut. Dann gehen wir den Fahrplan einmal ab. Und dann fahren wir jetzt halt die 307. Ich finde das schön. Ja, Gelenk 307. Ab Bismarckplatz. Ja, das hört sich doch gut an. In 7 Minuten. Sie lösen Wagen 133 ab. Dann. Abmeldung Kurs. 307. Über Fachhochschule. Wohin? Mühlbertplatz. Könnte passen. Aber ich starte am Bismarckplatz. Und nicht wie hier. Friedrichstraße. Ist Friedrichstraße könnte jetzt wieder richtig sein. Gucken wir mal kurz. Ja. Gut. So. Boah, dann halten wir hier mal an
und geben beide Türen frei. Hallo. Hallo. Servus. Hallo. Hallo. Servus. Servus. Grüß Göttli. So. Wir stehen ein bisschen auf der Straße. Also, behindertengerecht ist das noch nicht. Aber jetzt machen wir erstmal. Nein, das wollte ich nicht. Hallo ZDF Comedy. Hi. Ich wollte die Taste. Das ist das Doofe, wenn man so eine Multifunktionstastatur hat. Wagen 501 zur Leitstelle, bitte kommen. Ja, hier Wagen 501. Bei uns hat sich gerade ein Fahrgast gemeldet, er hat in deinem Bus seine Aktentasche vergessen. Positiv, Leitstelle, ich sehe die Tasche hier stehen. Okay, bring die bitte mit nach deiner letzten Fahrt und gebe sie dann auf dem Betriebshof ab. Alles klar, verstanden. So. 4 Minuten haben wir noch, das können wir jetzt mal ein bisschen vorstellen. Jetzt haben wir noch 2 Minuten, jetzt gehen wir mal noch 1 Minute vor. Auf 31. Da kommen noch mal kurz ein paar. Hallo, ich hätte gerne ein Ticket für den ganzen Tag. Hallo. Ein Tagesticket drucken. 30 Cent gibt's wieder. So. So. Barbarossastraße. Nee. Bismarckplatz. Genau, da wo wir jetzt gerade noch sind. Jetzt haben wir noch 27 Sekunden. Das heißt, wir können jetzt gleich mal bei 15 Sekunden machen wir die Tür mal zu. So. Da kommt keiner mehr. Ne. Tür zu. So. Vorfahrt achten. Da kommt auch schon was. So. Ich freue mich schon auf die ganzen Kommentare, die dann darüber gehen werden, Friedrichstraße. Über die STVO. Darüber freue ich mich ja schon. Ich hasse parkende Autos auf dem Bürgersteig. So. Warum ich die hasse? Weil ich gerade erst wieder neu mit dem Spiel anfange. Mich direkt überfordert. So. Eisiger Zone. So. So, und hier ist die Friedrichstraße. So. Und dann halten wir mal an. So. Hi. Hallo. Mahlzeit. Mahlzeit. So.
Barbarossastraße. Hallo. 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 Matei. So. Und weiter geht's. Barbarossa-Platz. War das jetzt? Königsring. Königsring. Leitstelle für Wagen 503. Leitstelle, hört Wagen 503? In der Stadt riecht es verbrannt. Ist euch da was gemeldet worden? Keine Ahnung. Wir prüfen es mal bei der Feuerwehr nach. Danke. In der Stadt riecht es verbrannt. Es wäre geil, wenn natürlich darüber auch so Chrono-Events ausgelöst werden würden. So nach dem Motto, yo, übrigens gerade großer Feuerwehreinsatz in der Stadt, die Haltestelle so und so, ist jetzt derzeit erstmal nicht mehr anfahrbar. Das wäre witzig. Hallo. Mahlzeit. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Normal? Das kriegen wir hin. Dankeschön. Ich hätte gerne ein Schülerticket. Danke für die Fahrkarte. Nichts zu danken. Oder wie man sagte, dafür nicht. Oder nicht dafür. Hallo? Hallo, auch nicht alle. Weil die Eltern noch haben, ist es nicht mehr ihr letzter Henker. So, 307. Rechts. Hier lang, oder? Da habe ich mich jetzt verfahren. Ich meine, ich wäre hier jetzt richtig. Boah, diese andauernden Freezes von Omsi. Hallo. 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 Einmal normal. Matei. Einmal normal. 2,40. Dankeschön. Ein Nachtticket. Ein Nachtticket. Aber wir haben doch noch gar nicht Nacht. 7 Euro. Kein Problem, ich nehme das so. Hi. Passt schon. Matei. Ja, ich war gerade am Nachdenken. So, okay. Stempel Guten ab. Guten Tag. Hallo. Hallo. So. Ist die hintere Tür nicht mit einer Automatik ausgestattet? Das ist schade. Ich dachte, die geht automatisch auf und zu. Ich finde es schon wieder witzig. Also ich werde einiges dazulernen hier auch wieder. Während der Zeit. Ich werde auch hoffentlich generell einiges lernen. Warum blinke ich jetzt? Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Betriebsfahrt. So. Zum Beispiel das rot bedeutet.
Es ist. Gebe euch einen Tipp: Steigt niemals bei Busfahrer Erik ein. Es könnte eure letzte Busfahrt sein. Da ist ja selber Busfahrer Harry besser gefahren. Hallo, Gott zum Gruße. Hallo. Hi. Gott zum Gruße, okay. Solange du hier nicht irgendwen anders grüßt, ist mir das egal. So, 307 ist jetzt hier. Arbeiterweg. Warte mal, 307 ist das Gelbe, ne? Ja, okay, gelb. Ich muss also gelb folgen. Okay. Vielleicht einfacher. Sicherheitsgurt im Bus. Ja, das wäre bei mir durchaus eine gute Sache. Die mögen jetzt nicht, dafür die bin ich noch nicht weit genug vorgefahren. Jetzt wollen sie. Martin. Grüß Gott. So. An der nächsten Haltestelle können wir mal ein bisschen die Verfrühung abwarten. Hoffentlich. So. Oh, Ampel, mach schon. Ja, um sie. So, interessanter Straßenzustand. So, fiktiv. Oh, das war ein ehemaliger, das war angelehnt an Real. Oh, jetzt, ich hab's erst von Farben her gedacht. So, boah, das ist doch das Real-Logo. Bis ich jetzt da drauf gekommen bin, ist, dass es fiktiv das Gegenteil von real ist, hat es ein bisschen gedauert. Bin halt ein langsam denkendes Erik. 212, wir hören. Bei mir im Bus randaliert ein Fahrgast, ich bräuchte mal Unterstützung von der Polizei. Alles klar, Polizei wird verständigt. Fahrt zur nächsten Haltestelle und warte da. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte, das kriegen wir hin. 30, 3. Danke. So.
So. Da kommt schon die Polizei. Stadtklinik. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 316. In Richtung Altes Schloss. Ja, so, passen Sie mal gefälligst auf. Hektische Fahrer. Ich habe nur den Bordstein gestreift. Hallo? Sucker-Doodle-Doo. Also ich fahre definitiv... Also... Man nennt mich auch Busfahrer Harry. In Österreich nennt man mich Buslenker. So, herzlich willkommen an der Stadtklinik. So. Halli, hallo, hallöchen. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Oh, da war gerade eine Standard-Omsi-Stimme. Die habe ich wieder erkannt. Oh, wir haben 2 Minuten. Hallo. Danke. So. 2 Minuten haben wir. Das wird ein bisschen knapper. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 316 in Richtung Altes Schloss über Langhals. Boah, sagen Sie mal, haben Sie zu viel Eisen jetzt gefressen oder was? Das ist ja wieder letzte Dreck. Wieder letzte Dreck, ja. Ist schon möglich. Vor allem, wenn man die Strecke nicht kennt. Aber ich vergesse nicht, mit auf Toilette zu gehen. Der fährt ja wieder letzte Henker, ey. So ein Scheiß. Okay. Also ich muss definitiv nochmal in die Fahrschule. Ich glaube, ich könnte ja da mal ein paar gewisse Leute fragen, ob sie mit mir mal Fahrschule machen wollen. Dann gibt es auch mal Omsi-Fahrschul-Videos. Da könnt ihr euch dann drauf freuen. So, da kommt ein Auto. Da ein Transporter. Da ist frei. Der blinkt nicht. Der fährt gerade. Dann nehmen. Und zack. So. Jetzt geben wir mal ein bisschen Standgas. Ui. Ich jetzt den Bus? Na, okay, war die Leitplanke. Weiß schon, warum ich kein Omsi mehr gespielt habe. Weil ich es einfach nicht kann. Zur Strafe gibt es erstmal ein paar Folgen Grundorf. Ja, Omsi. Was möchtest du mir jetzt mitteilen? Omsi funktioniert nicht mehr. Ich glaube, da war gerade ganz kurz Martin Schulz zu sehen. Ja, hallo Omsi.
Mhm. Das sind ja noch weniger FPS. Ich habe das Gefühl, das beruhigt sich auch nicht mehr. Gut, dann machen wir das leider so. Dann endet die Folge hier heute leider mit diesen Standbildern. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig Spaß gemacht. Jetzt schon mal Erik hier, Lost in Bad Hügelsdorf. In der nächsten Folge versuche ich die Probleme mal ein bisschen zu beheben. Und dann lasse ich mich mal ein bisschen unterstützen von iStanley. Und ja, ich würde sagen, bis dahin und bye bye.